Hallo und herzliche Grüße mit meinem Wochenrückblick hier aus dem Europaparlament in Straßburg. Der Gebrauch von Schusswaffen an der Grenze auf Flüchtlinge, den die AfD am letzten Wochenende propagierte, hat sehr viel Kritik im Europäischen Parlament ausgelöst. Ich habe persönlich auf dem Hinflug nach Straßburg die Europaabgeordnete Frau von Storch getroffen und mehrfachhin daraufhin angesprochen, dass sie mit ihren menschenverachtenden, populistischen, aber auch rechtlich falschen Äußerungen die Stimmung in unserem Land mit vergiftet und zur geistigen Brandstiftung mit beiträgt. Es ist ein Skandal, dass der sachsen-anhaltische Spitzenkandidat der AfD Poggenburg auf die Frage der Geschlechtergleichstellung dann geäußert hat, dass natürlich auch auf Frauen an der Grenze geschossen werden kann. Hier im Parlament war ein zentrales Thema während der Plenarsitzung dieser Woche der VW-Abgasskandal und ein Vorschlag der Kommission zur zukünftigen Kontrolle der Emissionen. Die Mehrheit des Europäischen Parlaments hat sich am Mittwoch für einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission ausgesprochen, der Autoherstellern mehr Flexibilität bei den Grenzwerten von Abgastests eröffnet. Wir Sozialdemokraten haben jedoch hingegen diesen Vorschlag abgelehnt. Wir fordern von Anfang an zügige Einführung von Tests, auch unter realen Fahrbedingungen auf der Straße ab 2017, ohne Hintertüren und ohne Spielräume für die Abweichung der im Katalog ausgezeichneten Werte. Ein weiteres großes Thema war die Flüchtlingspolitik und die Entwicklung unseres Schengen-Raumes, der unter Gefahr steht. Die Debatte war sehr kontrovers. Die Haltung der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament bleibt. Die Mitgliedstaaten müssen sich in dieser Frage endlich solidarisch zeigen. Sie dürfen die Verantwortung nicht allein auf eigene Länder wie beispielsweise Griechenland schieben. Es bedarf einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, denn wir dürfen Schengen nicht aufs Spiel setzen. Dabei müssen wir aber auch Ländern wie die Türkei mit der EU hier stärker in den Kontakt bringen. Die Flüchtlinge müssen auch dort in den Flüchtlingslagern eine bessere Perspektive und eine Ausbildung bekommen. Und dazu trägt die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament bei. Ich habe mich beispielsweise während der Haushaltsverhandlungen zum Haushalt 2016 aus dem Entwicklungsausschuss heraus dafür eingesetzt, dass insgesamt 26 Millionen Euro für die Bildungsarbeit von Flüchtlingen in Flüchtlingslagern eingesetzt werden sollen. Wir Sozialdemokraten fordern mit einer Kampagne namens EDUCA, dass zukünftig 4% der humanitären Hilfe für die Bildungsarbeit ausgegeben werden soll. Unter dem Hashtag Go44 wird das sichtbar. Diese Situation ist und dieser Link ist auf diesem Facebook-Post mit zu sehen. Ich werde mich an dieser Kampagne aktiv daran beteiligen. Und bringen Sie sich ein, zu Hause in Sachsen-Anhalt, für Deutschland, aber auch mit dieser Kampagne, wie wir gemeinsam dazu beitragen können, Flüchtlingen und Menschen, die in Not sind, zu helfen, dann, wann sie bei uns angekommen sind, aber auch im Vorfeld, damit sie erst gar nicht sich auf die Reise machen müssen, weil sie Lebensumstände haben, unter denen sie auch einige Zeit in Camps bleiben können, damit sie, auch wenn sie genug zu essen haben und genug Möglichkeiten haben, auch ihre Kinder ausbilden zu lassen, dann in ihre Länder zurückgehen können, wenn Kriegssituationen wie beispielsweise in Syrien hoffentlich beendet werden. Wir unterstützen jegliche Aktivitäten, auch der Pendeldiplomatie. Wir wollen und arbeiten aktiv hier aus dem Europäischen Parlament, dass wir eine Lösung für die Syrien-Krise haben. Und in diesem Sinne, beste Grüße aus Straßburg und schreiben Sie mir eine E-Mail oder kontaktieren Sie mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.